Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Panzergeneral in Barbarossa. Wir geben gleich den Zug ab an den Gegner und gucken, was er macht. Wir haben nur noch 14 Runden. Er macht rein gar nichts. What? Warum sollte er gar nichts tun? Und wo ist dieser verhurte Panzer hin? Der mit den vier Angriffen noch. Was hast du für eine Spotting Range? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du müsstest hier eigentlich alles sehen. Geh mal hier hin und nimm das Flugfeld ein. Okay, da ist der eine Panzer. Mist, vielleicht hätte ich angreifen sollen. Das ist vielleicht ein bisschen überschnell, was ich da gemacht habe. So, ich denke, das... Was? Das ist ein Entrenchment von 6. Meine Fresse. Er hat nicht mehr wirklich viel Fuel. Warum hat er nicht angegriffen? Können wir den irgendwie bomben? Mit ihm vielleicht, ne? Wenn wir zumindest das Entrenchment ein bisschen runterkriegen. Ach, da ist noch eine Flugabwehr. Ja, klar. Entrenchment von 5. Okay, zumindest machen wir jetzt mehr Schaden. 4, das ist doch gar nicht so übel. Okay, ja. Den Panzer müssen wir auch irgendwann mal upgraden, weil er ist auch ziemlicher Schrott. Ja, hier hat er einiges an Leuten wieder. Also ihr nehmt mal die Stadt da ein. Können wir hier irgendwie was Sinnvolles mit euch tun? Was? Wie weit kommst du? Du kommst zu fast keiner gegnerischen Einheit hin. Das ist das Einzige, was du eigentlich tun kannst, ist hier zu bomben. Hilft wohl nichts. So, dann kriegt ihr das hin. Ihr kriegt das nicht so wirklich hin. Dann würde ich sagen, machst du das einfach mal. Vielen Dank. Du kannst nach vorne gehen. Du nimmst die Stadt ein. Und dann wäre das mal gut. Wo... Wir hatten hier irgendwo ein Flugzeug mit 10. Ich frage mich, wo das Ding ist. Ist irgendeiner low on fuel? Nicht so wirklich. Du hast noch einmal Munition. Ich würde sagen, wir packen erstmal dich aus und jetzt ist die Frage, wie greifen wir an? Erstmal die vordere Truppe? Da würden wir 4 machen. Oder 6. Noch besser. So, dann kannst du hier hin. Die da mal wegmachen. Sehr gut. Wir könnten jetzt hier angreifen. Allerdings habe ich fast das Gefühl, es ist besser, wenn wir uns hier hinstellen und in der nächsten Runde die Artillerie angreifen können. Weil wir haben nur noch einmal einen Schuss. Das ist ein bisschen das Problemchen. So, wo ist der Fighter hin? Er könnte hierhin zurückgezogen sein. Wobei, er war voll. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum er sich da zurückziehen sollte. Scheiße, das Flugzeug ist, glaube ich, weg. God damn it. Du hast noch 105 Fuel. Mach da mal, greif das Ding mal an. Gibt ja alles XP. 5 Suppressed. Und dann würde ich sagen, was hast du für eine Spotting Range?
3. Gehst du mal hier hin? Ja, okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Das Problem ist, da kriege ich ihn nicht. Da kriege ich ihn nicht, weil die blöde Flugabwehr dumm in der Gegend rumsteht. Panzer steht auch noch da. Okay, wie machen wir das jetzt hier am dümmsten? Das funktioniert schon mal nicht. Das ist auch wieder eine 4-1. Trenchment von viel zu hoch. Ammo 0. Bringen wir dich in Position. Und du bist auch eine Artillerie. Bringen wir dich ebenfalls in Position. Ich weiß nicht, ob wir... Lohnt es sich da, die Einheit da irgendwie noch wegzumachen? Gibt ein bisschen Prestige oder so. Der hat auch noch nicht gezogen. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall erstmal ein bisschen bomben hier. Auch wenn es nicht wirklich viel gebracht hat. So, der war schon dran. Ihn haben wir noch. Ist jetzt die Frage. Ich denke, wir bomben den hier. Und jetzt müssen wir das aber geschickt machen. Du hast noch 48. Du gehst hier hin und müsstest die beiden beschützen können. Was ganz gut ist. Ihr zwei... Weiß ich nicht. Weiß ich gerade echt nicht. Ich denke mal... Du gehst mal dahin. Und du beschützt. Kannst mal hier nach unten gehen, denke ich. So. Das wären mal die Flugzeuge. Die haben ihre Züge bereits gemacht. Du kommst nach vorne. Du hast schon. So. Du hast auch schon. Irgendwann müssen wir mal anfangen, die blöden Infanteristen zu upgraden, oder? Aber ich würde eigentlich... Ich meine, ich würde das Prestige lieber erstmal für die Panzer sparen, wenn ich ehrlich sein muss. Geh du doch mal raus. Und vielleicht können wir dich zumindest mal in ein Fahrzeug reinpacken. Oder das Ding upgraden wäre auch nicht schlecht. So. Da werden wir eine 5-0 haben. Da haben wir eine 6-0. Wie sieht's hier aus? 4-0, mach du das mal. 7, nice. Gute Sache. Kommt da irgendjemand hin? Keiner. So, was ist, wenn du hier hinstehst? Auch 5-0. Müsste auf jeden Fall zuerst angreifen können. Waren ja auch ein paar suppressed, glaube ich. Mist. War unnötig, da jetzt noch einen zu verlieren. Ganz ehrlich. So, den bringen wir einfach nach vorne. Du hier, da angreifen. Wie wir die in der nächsten Runde wegkriegen. Das ist soweit gut. Er hat auch schon gezogen. Hier oben ist es ein bisschen brenzlig, wenn ich ehrlich sein muss. Das sind viele Einheiten. Wir werden unseren Flieger verlieren. Höchstwahrscheinlich. Sollen wir das mal testen? Ich meine, das kostet nur 70. Ob wir dann wieder aufgefüllt sind. Auf die 40. Wehr Infanterie upgraden. Ne, wir sind nicht aufgefüllt. Schade. Gut, aber
Versuch war es wert. Das war wichtig, dass wir das testen. Der wird den wieder wahrscheinlich wieder auffüllen. Ansonsten, vielleicht greift er auch hier an. Das soll mir auch recht sein. Okay. Haben wir alle? Jo, haben alle. Dann gehen wir den Zug weiter. Okay, na gut, das Ding ist sowas von tot. Die Flugabwehr wird da auch schießen. Ja, war klar. Schade, war eigentlich ein gutes Flugzeug. Aber das Gute ist, dass er hier jetzt verwundbar ist. Und das werden wir auch ausnutzen, um ihn hoffentlich wegzukriegen. Ein für alle Mal. So, das müsste es für ihn gewesen sein. Grundfuel 31. So, dann fangen wir hier an. Dann machen wir direkt einfach mal 5. Oder direkt weg, ist auch okay. Kannst du eins vorgehen? Oder vielleicht sogar zwei? Da ist keiner drin anscheinend. Da würden wir 6 machen. So, was auf jeden Fall passieren muss, ist das da. Das ist Entrenchment 4 suppressed, okay. Gute Sache. 2, 1. Das ist nicht so toll. Geh du mal ganz nach vorne. Der steht halt auf dem Fluss. Ich denke, das werden wir jetzt ausnutzen. Den ordentlich in die Knie zwingen. Keine Ahnung, warum wir da nicht hoch können, aber ist jetzt halt so. 3, 1. Ich denke, wir bleiben da einfach mal. Für den Moment. Ach, das ist ätzend, dass er jetzt da wieder aufgestockt hat. Ich denke, wir müssen von der hinteren Seite irgendwie kommen, von hier oben irgendwie einen runterbringen. So, was haben wir? Oder wir können versuchen, hier die Flugabwehr anzugreifen. Ist allerdings ein bisschen kritisch wegen dem blöden Panzer. Den möchte ich eigentlich weiter vorne haben. Wir können halt nicht bombardieren, solange das Scheißding da ist. Wer hat eine gute... Was hat der für Stats? 14 Hard Attack. Wer hat eine gute Defense? 9. Was hast du? 9 Hard. Na, das ist nichts. Ich würde den schon ganz gerne hier hinpacken. Da muss der Panzer aber echt halt einfach dazwischen. Und am besten noch einen zweiten. Können die hier mal angreifen? Ja, mach das. 4 suppressed. Die müssten jetzt wahrscheinlich irgendwo... Ja, habe ich mir gedacht. So, du gehst dahin. Dann kommt die Artillerie hierhin. Ist noch ein zweiter Panzer. Dann können wir zumindest die Flugabwehr in der nächsten Runde ein bisschen zermöbeln. Was ist mit dir? 2 ist mir nicht genug. Mach du die mal weg. Eine Einheit weniger. Ist auch die Frage, was wir mit unseren Fliegern machen. Ich denke, du solltest auf jeden Fall hier hingehen und das Ding hier wegmachen.
Beziehungsweise ihr beide solltet das. Weil das Ding ist, lebt schon so lange. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, ansonsten können wir hier nichts machen, solange die Flugabwehr da ist. Das heißt, das Einzige, was wir hier tun können mit dir, ist vielleicht, bomben wir den mal weg. Gibt ja, glaube ich, Prestige und XP zumindest. Dann... Naja, mach das mal. Vielen Dank. Dann hätte ich dich ganz gerne vorne. Da, kleines Panzerchen. Du bist auch eine Artillerie, ne? Du hast aber keine Muni mehr. Okay, dich müssen wir aufmunitionieren. Dann nimmst du die Stadt ein. Und... Du gehst vor. Besten hier unten durch. Wollen wir zumindest irgendwie so ein Ding da dazu kaufen? 233 Prestige. Schwierige Entscheidungen. Weil die Einheit ist halt sonst halt vollkommen nutzlos, wenn sie keinen Transporter hat. Komm, wir kaufen das mal dazu und hoffen, dass sie nicht stirbt in nächster Zeit. So, weiter vor mit dir. Gucken wir mal. Wir lassen die da hinten. Vielleicht später, wenn wir noch, Kapazitäten haben. So, hier können wir vielleicht ein bisschen bomben. Ich denke, wir bringen dich mal... Moment. Wir bringen dich hier hin, damit du von einem Fighter geschützt bist. Und du bräuchtest dann auch einen schnelleren, wobei... Ach, ich lass den mal so. Ich lass den mal so. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Ja, das ist jetzt die nächste Hürde. Oben klappt es gerade momentan ein bisschen besser. Der hier muss Munition haben, dringend. Okay, das ist gut. Ich denke, wir können das dem Gegner übergeben. Okay, das war vielleicht ein bisschen risky. Ah, scheiße. Hier, das läuft hier wieder überhaupt rein gar nicht. Supply Unit geht auch nicht. Der hier, den hier müssten wir bomben können. Eventuell sollten wir da erstmal noch warten. Strategisch überlegen. So. Ach, der hat das Ding mit dieses Mistding wieder aufgefüllt. Ah, geh du mal hier hin. Es ist auch wieder eine richtig dumme Situation. Greifen wir da an, das ist der No-Brainer. Okay, es reicht wahrscheinlich. Das reicht wahrscheinlich, dass wir hier bomben können. Und zwar können wir unter Umständen das mal so machen. Dann wäre der schon mal weg. Oder auch nicht. Aber der ist suppressed. Kann also nichts mehr tun. So, und dann können wir das Ding hier endlich mal in den Boden stampfen. 5. Ordentlich.
Das reicht, denke ich. Dann sollten wir zu Sicherheitsgründen aber auch noch einen von den Fightern hier hinpacken. Wir können dieses Flugfeld mal einnehmen noch. Was machen wir mit dir? Das Ding endgültig weg. Ich denke, das ist fast besser. Greift natürlich erstmal die Artillerie an. Ja, das war anzunehmen. Aber dann kann er das Ding zumindest nicht wieder hochheilen. Und ich denke, das ist wichtig. So, dann du, warte mal. Du gehst hier hin, bleibst da. Du gehst hier hin, bleibst da. Wir beschützen die Artillerie. So, du hast einen Transporter. Also du kannst jetzt nach vorne. Bringen wir die Leute ein bisschen vor. So, jetzt ist hier oben die Frage. Ach, du hast kein Fuel mehr. Und ich kann dich auch nicht supplyen. Wahrscheinlich, weil Gegner nebendran ist. Ich denke, wir sollten den hier erstmal bomben. Das wären dann schon mal 8. So, du hast auch noch Fuel, das heißt, beschützt den mal und mach da das Entrenchment runter. Müsste jetzt nur noch auf ein F7 sein. Genauso ist es auch. Im Prinzip kann uns die Flugabwehr eigentlich gestohlen bleiben, oder? Wir machen das einfach so. Bewegen uns hier hin. Dann kommst du an die Reihe. Sehr gut. Wir können das Ding einnehmen. Und jetzt können wir dich supplyen. Gut gemacht. So, du stellst dich hierhin noch. So weit, so gut. 4 Stützpunkte noch. Was war das? Mogilev. Das dürfte keine Flugabwehr haben. Das heißt, das Einzige, was noch eine Flugabwehr hat, ist Smolensk. Denke ich. Müsste so sein. Die Frage ist noch, wie wir diesen Panzer genau wegkriegen. Vielleicht können wir ihn bomben in der nächsten Runde dann mit unseren Bombern hier. Ihn haben wir noch. Ja, bleib du mal da. Und wir haben auch die Artillerie noch zur Verfügung. Geh du mal dahin. Prestige 313. So, du hast keine Munition mehr. Was ein bisschen schade ist. Ich würde sagen, wir machen erstmal den hier weg. Vielen Dank. So habe ich mir das vorgestellt. Auch munitionieren. Rest ist durch, glaube ich. Wir kommen gut durch gerade. Momentan läuft es einigermaßen. Was haben wir noch? 10 Turns oder so? 11 vielleicht? Ich denke, das müsste reichen. Wir haben jetzt mit 12 Turns oder so haben wir schon mehr als die Hälfte zurückgelegt. Oh, Moment mal. Das hier ist... Ah, nee. Das ist kein Siegpunkt. Ich dachte, das ist... Sagen wir es aus, als wäre das grün. Aber es ist kein Siegpunkt. Ich denke, Mogilev wird nicht so schwierig sein einzunehmen. Smolensk ist die große Herausforderung. Aber da werden dann unsere Truppen quasi zusammenkommen. Und Minsk ist natürlich auch jetzt... ist auch nicht ganz trivial. Tja, lassen wir den da hinten. Wir haben 318 Prestige.
Die Frage ist halt auch, welche Einheiten wollen wir kaufen? Wollen wir noch eine Einheit kaufen? Wir bräuchten eigentlich noch einen Bomber. Kostet aber ein bisschen zu viel. Wenn, dann will ich den besten haben. Gucken wir mal, ob noch irgendwie was fehlt. Was Wichtiges. Im Prinzip kannst du ein bisschen nach vorne gehen. Okay, der Rest ist okay. Gehen wir den Zug weiter. 12 Turns, okay. Das heißt nachher noch 11. Oh shit. Ah, Mist. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier unten einfach durchrennen kann. Defensive Artillery. Hat leider nichts gebracht anscheinend. Okay, wir müssen irgendwie dieses Ding hier wegkriegen. Aber first things first. Greif du das da mal an. Jetzt ist die Frage, wie weit nach vorne wollen wir gehen? Es ist natürlich risky. Dann machen wir erstmal einfach nur eins. Immer noch nicht wirklich viel Fuel, das Ding, der gute. So, dann bomben wir das Ding hoffentlich weg. Naja. War ein guter Versuch. Geh du mal zurück. Der würde... Weißt du was? Geh du mal dahin oder nicht? Fraglich. Den zu bomben macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ich denke, wir machen das eher so. Dann müsste das Ding auf jeden Fall weg sein. Sehr gut. So, du gehst dahin. Und dann greifst du da an. Und der müsste jetzt surrendern, weil er eingeschlossen ist. Ganz hervorragend. So, dann kannst du hier hingehen. Dann würde ich sagen, 1, 2, schieß mal darauf. 4. So weit, so gut. Dann machen wir den, versuchen wir ein bisschen wegzumachen. 8. Auch gut. Das heißt, du kannst da auch nochmal drauf schießen. 3. Okay, das ist wirklich viel bringt, tut das nicht. Den hier haben wir noch. Das Problem ist, wenn ich das Ding jetzt wegmache, dann kauft er ein neues, aber ich denke, das ist egal. Wir haben nicht das... Doch, du kannst da rein. Gut, dann treib den weg. Die Stadt gehört uns. Die Stadt gehört uns. Was hast du für Stats? Initiative von 2. Okay, das passt. Du kannst auch weiter nach vorne. Ich weiß nicht, ob es... Ich denke, es hat keine Flugzeuge mehr. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Prestige auszugeben, um die Fighter zu heilen. Ich glaube, er hat keine Flugzeuge mehr. Von dem her, geh du vielleicht mal ein bisschen darüber. Und dann kannst... Vitebsk. Was hast du für eine Spotting Range? 3.
Wobei 16 Fuel ist nicht so viel. Liegt daran, dass wir das Ding nicht eingenommen haben. Wobei, das geht schon einigermaßen. Wenn du hier hingehst. Okay. Keine Flugabwehr, aber eine Artillerie. Das heißt, greif du da mal an. 2, okay. Nicht super stark, aber passt schon. Da würden wir eine 5 würfeln. Der hätte eine 6. Dann mach du das mal. What? Keine Ahnung, warum das jetzt wieder so krass in die Hose ging. Aber es ist passiert. Das heißt, du kannst dieses Ding anfangen zu bomben. In der nächsten Runde machen wir das weg. Das heißt, das hätten wir schon mal. Der könnte noch was machen. Ich denke, wir werden die vor allen Dingen zum Scouten verwenden. So, dann gehst du da hoch. Schöne Straße entlang, da sind wir am schnellsten. Und ich denke, das können wir dann mehr oder weniger mit den Flugzeugen machen. So, die dürfte eigentlich auch keine Flugabwehr haben, außer er hat was gekauft. Vielleicht können wir... Haben wir irgendwo noch einen Fighter? Du. Hast aber nur 42 Fuel. Wobei das wahrscheinlich reichen sollte. Okay. Gut, dass wir das gescoutet haben. Er hat eine Flugabwehr und wahrscheinlich ist hinten sogar noch eine Artillerie mit dabei. Was soll das für ein Ding? Das ist ein richtig heftiges. Das ist ein richtig heftiges Ding. Holy shit. Das ist ein richtig heftiger Panzer. Das heißt, hier bei Mogilev werden wir auch noch auf Widerstand stoßen. Gucken, ob das hier unsere Truppe hinkriegt. Erstmal müssen wir das hier überleben. Du. Ist immer noch nicht wirklich viel Fuel. Ich denke, wir bringen ihn den mal hier runter. Ich möchte den upgraden. Der ist einfach zu schlecht. Warum kriegen wir da 5? Was hast du? 6-2 und du hast auch 6-2. Ach, weil der einen viel niedrigeren Entrenchment-Level hat. Deswegen. Ich denke, wir lassen das. Sollen wir den angreifen? Das war gut. Bleib du da. Nicht, dass einer wieder die Stadt einnimmt. So, wir haben noch den einen... Der Fighter ist durch. Bomber sind durch. Hier ist alles durch. Warte mal, genau hier haben wir noch einen Panzer. Der nervt mich ein bisschen. Weil er wahrscheinlich nicht gefährlich ist, weil er einfach in seiner blöden Stadt bleibt. Aber... Gefallen tut es mir trotzdem nicht. Den wird er wahrscheinlich zurückziehen, damit er ihn reparieren kann. Okay, 500 Prestige. Wir sind wieder im Rennen. Wir müssen aber auch nochmal neue Einheiten kaufen. Ich denke, wir sollten einen Tactical Bomber noch uns gönnen. Eins von denen. Ich denke, das wäre gut.
Dann haben wir 4 Bomber. Ich glaube ja auch 4 Fighter. Also wir haben ja auch einen Bomber verloren, aber den haben wir jetzt ersetzt quasi. Okay, das war's. Und ich würde sagen, gehen wir noch den Zug weiter und dann machen wir Schluss mit der Episode. Ja, es war zu erwarten, dass das passieren wird, aber ich wollte die Stadt einnehmen. Ich wollte die Stadt einnehmen. Der geht jetzt da raus und jetzt wird er sie wieder einnehmen. Okay, 10 Runden noch. Aber gut, meine Lieben, das war's erstmal mit dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.